freue mich so, heute haben wir Ultraschalltermin. Also Frauenarzttermin, ich freue mich immer so. Baby anschauen, ob alles okay ist und so weiter. Ich glaube, jede Schwangere kennt das. Ja, ich bin hier gerade in der Küche. Der Baba schneidet das Video für heute. Bin nämlich gerade am Handy chattet. What are you doing? Mit wem schreibst du? Mit meinem Cousin. Aha. Und der Baba schneidet das Video für heute. Und ich mache jetzt French Toast. Ich habe jetzt hier schon das zubereitet. Ei mit Milch. Ich habe mir jetzt ein kleines Rezept ausgesucht, weil ich wusste nicht mehr so ganz genau. Hier ist die Sophie, die beschützt ihr Trockenfutter. Die ist richtig Trockenfutter-Fanat. Der Baba hat ihr das ein bisschen näher rangeschoben. Auf jeden Fall mache ich jetzt gleich French Toast. Die Lara ist heute im Kindergarten, die Luisa schläft noch. Die Michelle und der Bart sind zu Hause. Die haben heute keine Schule. Ja. Nur so viel dazu. Und die schlafen alle noch. Außer ich und der Papa. Wir sind wach. Und ich werde jetzt mir gleich einen French Toast zubereiten. Mir ist ein bisschen flau im Magen, weil ich wahrscheinlich hungrig bin. Und deswegen werde ich mich jetzt schnell beeilen. Mein French Toast ist fertig. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zucker drüber gestreut und dann habe ich hier so ein Just Spices Pancake Spice und da drin ist Zucker, Zimt, Zitronenschale, Vanillepulver und das riecht so gut, ich sag's euch. Ah, das riecht wirklich super gut und das werde ich jetzt ein bisschen noch drüber streuen. Das riecht mega, so ein bisschen nach Weihnachten. Aber magst du auch mal riechen? Magst du auch? Fertig. Und nicht, dass ihr euch wundert, warum der Papa keinen French Toast oder warum ich ihm keinen anbiete. Der Papa darf kein Ei mehr essen und auch keine Vollmilch, weil er muss sich jetzt histaminarm ernähren, weil er halt eine Histaminintoleranz hat. Und deswegen kein Ei für den Papa und kein Milchprodukte. Bei den Milchprodukten fällt es ihm eigentlich gar nicht so schwer, weil ja, also wir haben da sowieso schon seit längerer Zeit eigentlich auf so vegane Milch umgestellt. Nur halt so in diesen Backwaren. Ja, dann brauche ich schon noch voll Milch. Und ja, und ich freue mich schon auf diese, wie ist das? French Toast zum Frühstück. Also ich werde das jetzt mal hier genüsslich essen und melde mich dann später. Hey meine Lieben, ich habe mich ja nach meinem grandiosen Frühstück gar nicht mehr gemeldet. Ich sag's euch, mir ist nach dem Essen immer so ein bisschen flau im Magen. Also das Essen, wenn ich das verdaue, habe ich das Gefühl, das ist immer so ein bisschen unbehaglich für mich. Und ja, da musste ich mich halt ein bisschen ausruhen und jetzt habe ich Kraft getankt. Mir geht's jetzt richtig gut. Jetzt habe ich ein paar E-Mails beantwortet, die ich gestern nicht geschafft habe und habe ich heute fertig gemacht. Und jetzt muss ich mich eigentlich eh schon fertig machen, weil jetzt müssen wir zum Frauenarzt und ich freue mich so. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen. I'm so happy. Ja, ich freue mich schon, wenn ich euch wieder ein Bild zeigen darf. Und heute geht der Baba das erste Mal mit, weil bisher war er noch nicht mit, weil ich nicht wusste, ob Männer mit dürfen. Aber der Frauenarzt hat gemeint, doch, er darf mit. Also, die machen sich die, also man bekommt die Termine mittlerweile so, dass man nicht mehr so viele Leute im Wartezimmer sind. Und letztens, wie ich da war, waren auch ziemlich viele Männer da. Ja, deswegen kommt der Papa mit. So, meine Lieben, wir sind in Wien bei meinem Frauenarzt und wir warten noch, wir sind zu früh. 10 Minutes noch. Und ja. Wir sind in 16. Bezirk. Ja, da haben wir mal gewohnt. Und danach holt der Papa mir einen Börek. 3,50. Nochmal extra, oder was? Und ich möchte, Zustellung. Ich freue mich schon. Zustellungsgebühr. Die Kinder sind zu Hause geblieben, der Patrick und die Michelle passen auf zwei Kleinen auf. Und ich bin schon gespannt. Bist du als Baby gespannt? Das ist bisher noch nicht. Kann er uns schon sagen, was das ist? Nein. Warum will ich das Geschlecht schon erfahren? Das ist zu früh mit der 12. Schwangerschaftswoche. Wieso?
weil man das noch nicht so gut sehen kann. Bitte frage nicht. Schniedel kann man immer sehen. Nein. Schniedelwut. Schniedelwut. Ja, der Papa. Ich finde das so süß. Was? Schniedelwut? Ich fahre ein bisschen vor. Das wird der Erste sein. Gell? Yep. Kann mir rollen. Nein, mir rollen. Warte. Roll. Mach keinen Stress, Mama. Stress ist Gift. Hast du irgendwelche Fragen an den Frauenarzt? Ja. Welche? Ob das ja mir 10 Euro ausbauen kann. Für Kebab. Alles klar. So, meine Lieben, ich sag's euch, ich bin so happy. Es war wirklich so ein schöner Termin. Das Baby hat sich so gut gezeigt. Das war heute das allererste Mal von oben. Er hat gewunken. Er hat gesagt, hallo Papa. So, so süß, ich zeige euch ein Foto. Das, der Papa übertreibt. Ja. Und zwar, schaut mal, er hat einmal hier, also einmal hier und dann einmal in groß, hat das nochmal vergrößert und da. Man konnte wirklich alles genau sehen und das Baby hat so die, so die Hand beim Gesicht gehabt und oh mein Gott, schaut mal, wie schön, wie du dich siehst. Du hast mein Gesicht geschnitten. Ja, der Papa. Und wie es so gewunken hat und die Füße und alles ist dran und der Arzt hat auch gesagt, also wir müssen uns keine Sorgen machen, das Baby ist gesund, also so was er jetzt schon sehen kann, auch die Nackenfalte hat er sich ein bisschen angeschaut und die ist dünn, hat er gesagt, man muss sich keine Sorgen machen. Und da war ich so beruhigt, dass einfach, wenn man weiß, das Baby ist gesund, das ist das Wichtigste, einfach so, oh Gott, bist du gedreht. Das ist einfach so, ja, schön, weil was anderes ist ja nicht so wichtig. Also Geschlecht und so ist natürlich auch spannend, aber nicht wichtig im Endeffekt. Aber und auch spannend, stimmt. Spannend ist es, ja. Und das kann man, also der Arzt hat auf jeden Fall gemeint, beim nächsten Mal kann er es uns wahrscheinlich sagen. Genau. Oder das. Oder was anderes. Also ja, der Papa. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall, wir haben uns woanders hingepackt, weil wir wollen ja Börek kaufen oder Burek. Wir kaufen nämlich von einem bosnischen, oder? Weil ja. Es gibt ja Börek, das ist türkisch, und dann gibt es Burek, das ist bosnisch. Aber von der Bosna schmeckt besser. Ja, das, wo wir kaufen immer bei dem Bosna unseres Vertrauens. Und unseres Vertrauens. Wir kaufen es immer da, deswegen gehen wir da wieder. Vertrauen gewonnen. Und zum Markt gehen wir auch schnell, oder? Genau, zu den Türken. Schon ja, zu den Türken schauen wir schnell, da gibt es lecker Obst. Also Parkstelle muss ich ausführen. Na gut, also, bis gleich. Was ist das, die erste? Tulumba. Was heißt das? Mit was ist das? Mit Zitrone, oder? Teig. Bitte schaut euch diesen geilen Gemüsemarkt an. Ich bin so, oh mein Gott, ich würde alles davon kaufen. Papa telefoniert hier mit unserem Mechaniker. 10.30 Uhr. Börek ist gekauft. Passt. Will ich hier ein bisschen zuschlagen. Okay, alles klar. Na gut. Ich sag euch, der Geruch, der haut mich aus den Socken. Boah, der Geruch hier ist, oh mein Gott. 10.30 Uhr. Ich habe nur 10 Euro, 11 Euro. Ja, okay, magst du ein paar Tomaten kaufen? Die sehen so geil aus hier. Schau mal, Melanzan. Gurken. Kirschen. Mega. Schau, Patrongel. Mega. Aber Melone sieht schon cool aus, oder? Ja, Melone. So, wir sind wieder zu Hause angekommen und wir wollen den Kindern das Baby zeigen. Ich schau mal ein bisschen tiefer, man kann dein Gesicht nicht sehen. So, wollt ihr das Baby sehen? Das ist das Baby? Ja. Das hat das, das ist die Hand. Hat sie die Hand? Oh, sieht so aus, als hätte ich jetzt eine lange Hand. Oder eher. Siehst du, Isa? Wo ist das Baby? Das Baby. Beim Baby. Das ist das? Das deine Geschwisterchen? Der Lara? Der Lara? Nein, ein anderes Geschwisterchen. Das wird ein Bruder werden. Glaubst du? Du glaubst ein Mädchen? Ja, es ist typisch ganz. Typisch böse. Ich glaube, das wird ein Junge. Ich würde mir auch einen Bruder wünschen, aber es ist wahrscheinlich eh nur ein Mädchen. Freut ihr euch schon auf das Baby? Ja. Wie lange dauert es? Eine Woche vor deinem Geburtstag. Und dann geht's. Oh. Echt? Hey. Kann ich alleine Geburtstag feiern? Ja, schauen wir mal, wann das Baby kommt. Die Michelle hat am 15. Jänner Geburtstag und ich habe am 8.1. Geburtstag. Wir werden mal schauen. Wir haben in Wien so eine große Melone gekauft und die verputzen wir jetzt im Garten. Schmeckt's? Mhm. Die riecht auch sehr gut. Und auch schmeckt auch ganz sehr süß. Wirklich? Ich habe nur ein bisschen besser. Ach so.
Muss da nehmen. Ein Stück von da. Ich habe jetzt ein bisschen mehr. Die von der Lisa schaut auch super süß aus. Der kleine Patrick ist auch rausgekommen. Ein bisschen Meloni essen. Meloni, Melone. Yes, Papa. Baba. Das ist unsere Familienhymne geworden. Die Lara hat es damals auch schon gesungen. Ich sag's euch, das ist gerade so mega entspannend. Die Kinder spielen hier, die Kleinen, die Michelle chillt hier. Der Patrick ist wieder ins Haus gegangen, Hausaufgaben machen. Und der Papa, der hat sich da drüben hingechillt. Zeig ihn euch mal. Seht ihr den Papa? Papa hat sich im Schatten versteckt. Papa! Wir sind gerade alle so faul. Es ist so schön im Garten. Es war jetzt schon mega lange nicht mehr so schön, oder? So heiß ist jetzt nicht. Es ist warm, aber Badewetter ist nicht wirklich. Die Kinder wollen, dass wir uns wieder so einen Pool kaufen. Und das werden wir wahrscheinlich auch machen. Aber ich muss auch irgendwie nach so einer Poolheizung schauen, weil ich kann da sonst nicht ins Wasser gehen. Wenn es so ganz kalt ist, das schaffe ich nicht. Und wir hatten damals so eine Solarmatte oder Überdeckung, aber das hat nicht. Es hat zwar das Wasser oben warm gemacht, also so vielleicht so, wenn du den Finger reingesteckt hast, war es warm, aber umso tiefer du gegangen bist, war es dann richtig kalt. Also falls ihr eine Idee habt für eine Poolheizung oder irgendwas, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich bin gerne für Tipps offen. Ja, ist ein Pool. Ich schau gleich mal. Finde, okay? Das ist voll in ihrem Element. Luisa! Wir waren jetzt die ganze Zeit im Garten, haben jetzt eigentlich eh nichts Spannendes gemacht, nur gechillt und ein bisschen die Zeit genossen. Es war heute wirklich ein wunderschönes Wetter. Der Papa hat jetzt ein bisschen Staub gesaugt und die Team. Wollte ich Staub sagen? Ulala! Papa ist in seinem Sommeroutfit unterwegs. Bist du hier auch Staubsaugen? Du willst dich nur ein bisschen nackig zeigen, gell? Ja, es ist aber schön, so ein nackiger Mann beim Saubermachen sehen, oder? Ja! Du solltest eigentlich Tickets. Ach so. Du solltest eigentlich. Eintritt verlangen. Geld zahlen und Geld verlangen. Schon. Auf jeden Fall. Hallo, Schuh. Papa, geh weg. Mit deiner Bauchshow. Das ist Bauchtanz. Wie kannst du Bauchtanz tanzen, wenn du keinen Bauch hast? Oh Mann. Okay, lass dich mal. Auf jeden Fall wollte ich, nur sage ich dich auch jetzt. Also, wo war ich? Ich bin voll verwirrt. Ja, jetzt ist eigentlich eh schon Abend. Ich bin hundemüde. Und ich glaube, ich werde mich so ein bisschen ins Bett kuscheln. Und also vielleicht schlafe ich sogar ein, weil ich habe, wie gesagt, so eine habe ich schon gesagt? Weiß ich gar nicht. Ich habe es auf Instagram, glaube ich, schon erzählt. Weil, in der Insta-Story. Weil ich habe so schlecht geschlafen. Ich bin so spät eingeschlafen und so früh aufgewacht. Und deswegen bin ich so ein bisschen so. Ja, auf jeden Fall werden wir uns jetzt noch so ein bisschen Abend fertig machen. Und dann schlafen gehen, und ich wollte mich eigentlich jeden Mal vom Vlog verabschieden, meine Lieben. Danke fürs Zuschauen und mal schauen, vielleicht vlogge ich morgen auch. I don't know. Wisst ihr, wegen dem Donnerstag, da kommen ja nie Videos. Mal schauen. Auf jeden Fall, ich bin müde und ich weiß nicht, was ich da war, deswegen ich verabschiede mich. Gute Nacht, bis morgen.